Bonjour Frankreich und willkommen im nationalen Fanstyle für dich. Hier zeige ich dir, wie du das alles umsetzen kannst. Du musst dir nur Teil 1, Teil 2 und Teil 3 angucken. Und du wirst sehen, das ist ganz einfach. 2, 3 Tipps und einfach gewusst wie. Viel Spaß! Hier in Teil 1 geht es ums nationale Fan-Make-up für Frankreich. Wichtig ist immer, dass auf der Wange auf jeden Fall die Flagge hinkommt, damit man das direkt sieht. Und ja, wir Mädels können noch kreativ sein, was unsere Augen betrifft. Da kann man dann noch einen schönen Lidschatten drauf machen, auch in den Farben der Flagge. Wieso nicht? Oder man sucht sich halt nur eine Farbe aus. Und was ich immer ganz schön finde, wenn Rot in der Flagge mit drin ist, wie jetzt in der französischen, dann auch die Lippen rot zu machen. Und damit fange ich jetzt auch an, die Lippen rot zu machen, dann mit dem Lidschatten und dann die Flagge. Also ein Rot mit dem Rosé, was ich schon drauf habe. Ja, und dann gibt es halt so ein weiches Rot. Ich mache das immer gerne, auch mit einem Pinsel. Die Augen mache ich mir jetzt im Lidwinkel, also hier vorne im inneren Lidwinkel, weiß. Und unter den Augenbrauen auch. Dann habe ich da schon mal gehighlightet. Und weiß bietet sich ja sowieso an, weil in der Fahne auch weiß drin vorkommt. Und nun die Flagge. Ganz wichtig natürlich für Junge und Mädchen. Wenn dir das Fan-Make-up gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und auch das Tutorial teilst, damit ihr alle so einen nationalen Fan-Style im Gesicht habt. Die Haare sehen ja auch ziemlich national aus, ja. Die habe ich in Teil 2 für dich nochmal. Also was heißt die Haare? Ja, da siehst du die Frisur, wie ich sie gemacht habe. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, da dran zu bleiben. Paar kleine Tricks und dann kannst du die auch ganz leicht und einfach umsetzen. Das ist natürlich auch ein richtiger Fan-Hairstyle. Und wie der geht, das siehst du jetzt in Teil 2. Kussi, mua, bis in Teil 2. Au revoir. York is the place.